Herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Da jetzt aus gegebenem Anlass. Nein, andersrum. Aus gegebenem Anlass machen wir jetzt das Video über den ersten halben Monat sozusagen, in dem wir uns nur vegan ernähren. Und ja, genau, also jetzt ist wirklich ziemlich genau ein halber Monat um. Und deswegen wollten wir einfach mal ein kleines Fazit geben bezüglich, was wir essen. Wie schwer es ist, vielleicht auch Essen zu kaufen, Essen zu machen und ob wir irgendwelche Veränderungen gemerkt haben. Und ja, Hanna steht auch mit hier, aber sie steht jetzt einfach nicht mit vor der Kamera, weil sie unser kleines schlafendes Baby auf dem Arm hat. Und damit sie einfach nicht zu sehen ist, steht sie einfach neben der Kamera, aber sie wird auch dann das eine oder andere mit einwerfen. Genau, also zuerst mal. Beim Einkaufen ist uns aufgefallen, es ist tatsächlich deutlich mehr vegan, als wir erst gedacht hätten. Also gerade Nudeln, das ist voll viel vegan. Also ja, ohne Eier, ne? So. Ja, also die, wo kein Ei halt dran ist, aber das war irgendwie, wir haben einfach nur ein paar Nudelpackungen gegriffen und haben gesehen, guck mal, da ist kein Ei dran, da ist kein Ei dran. Also wir haben nicht speziell nach irgendwelchen Labels guckt, also man, klar, man hat ja dieses... Aber die haben ein Label, aber so ein eigenes. Ja, okay. Aber man braucht nicht nur nach diesem offiziellen vegan oder vegetarisch Label gucken, sondern es sind auch so viele andere Sachen. Also jetzt für uns halt eben vegan, beispielsweise auch ganz normales Toastbrot, so American Sandwich Toast. Ich weiß nicht, ob jetzt gerade alle Sorten oder speziell die von der Marke, die wir haben, ich weiß noch nicht, was wir für eine Marke haben, ist auch egal. Einfach mal hinten drauf gucken auf den Zutaten. Und genau. Ansonsten, wie gesagt, kann man sich an diesem Label da orientieren. Also einerseits an dem offiziellen, andererseits, wie Hanna gerade sagte, gibt es auch entweder von den Marken oder von den Läden einzelne eigene Labels. Ja. Oder steht auch einfach manchmal ein Wort drauf, ja. Wollte ich noch sagen, ob ich erstmal irgendwelche Veränderungen gemerkt habe? Nö, eigentlich nicht. Also... Körperlich jetzt? Nö, nicht wirklich. Mhm. Ich wurde auch schon gefragt, ob ich irgendwie abgenommen hätte oder so in dem ersten halben Monat, aber könnte ich jetzt nicht behaupten. Also ich fühle mich nicht so und die Waage sagt es auch nicht. Ja, und ansonsten, wie manche sagen, man fühlt sich... Wie nennst du das? Was habe ich denn gesagt? Na, irgendwie besser, wenn alles nicht vegan ist, einmal komplett raus ist aus dem Körper, dann, wie ist es denn? Was meinst du? Gereinigt? Gereinigt, befreit. Das, ja. Genau so. Aber ich glaube, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich mich anders fühle als vorher. Und es fühlt sich irgendwie, ich sag mal, gut an, wenn man weiß, man hat sozusagen was Gutes gemacht oder was auch was Besonderes gemacht, weil es eben nicht jeder von sich behaupten kann, vegan zu essen. Irgendwie ist das, man kann halt zumindest mal mitreden, mal drüber reden und so. Man das ist ganz kann schön. Gerechtfertigt drüber reden. Ja, machen ja sonst ja, auch alle. Reden tut auch generell jeder mal, aber wahrscheinlich die wenigsten haben es schon mal probiert oder auch über einen längeren Zeitraum probiert, klar, mal ein veganes Gericht oder mal keine Ahnung, eine Sojamilch trinken, ja, habe ich auch vorher schon gemacht. Oder würde ich nicht sagen, guck mal, ich kann jetzt mitreden bei veganer Ernährung. Zumindest das erste Jahr oder die Zeit, bevor er da war, nachdem wir zusammengezogen sind, haben wir sehr viel gekocht. Dann seit er wirklich da ist, nicht mehr wirklich so viel. Wir haben schon noch gekocht, aber auch ich bin halt auch wirklich morgens alleine beim Frühstück. Gut, früh kocht man auch eher selten. Mittag bin ich eigentlich gar nicht da, außer am Wochenende. Und abends komme ich Mittwoch, Donnerstag, Freitag relativ spät. Und Montag, Dienstag geht's. Also Montag, wenn, kochen wir auch wahrscheinlich auch. Oder haben wir auch eigentlich gekocht. Sonst jetzt, bevor wir vegan gegessen haben, haben wir Montag eher. Manchmal waren wir einfach zu faul ja, am Freitag klar. Oder so. Freitag, da haben wir gesagt, wir können aufschlafen. Freitag war es egal, weil wir da ja auch spät ins Bett gehen konnten und dann auch am nächsten Tag spät aufstehen konnten. Aber ansonsten Donnerstag, Mittwoch und so. Nee, aber auch gerade ich jetzt zu Hause Mittag war eigentlich immer nicht zu faul, aber ich dachte immer, ich schaff's nicht oder ich krieg's nicht hin. So,
mit dem Kleinen halt, weil wenn er wach ist, muss ich hier sozusagen die ganze Zeit gucken, was er macht. Wenn er schläft, darf ich nicht laut machen, also wenn er in demselben Raum schläft. Und wenn er in einem anderen Raum schläft, das haben wir jetzt so 1, 2, 3 Mal probiert, aber noch nicht so oft. Wieso sollten wir eigentlich auch? Also ich meine, er kann ja auch hier in der Küche schlafen, aber dann habe ich auch nur eine begrenzte Zeit. Also es ist immer so die Gefahr, ich fange was an und kann es nicht zu Ende machen, aber es klappt erstaunlich gut. Also es gibt halt kein oder kaum veganen Fastfood, also muss ich mir ja was kochen, wenn ich nicht eine Birne oder so zum Mittagessen möchte. Genau, das wäre jetzt also der Punkt gewesen. Jetzt, seit wir vegan essen, kochen wir wieder voll viel eigentlich. Also klar, ich bin immer noch Mittwoch, Donnerstag, Freitag spät zu Hause, Montag, Dienstag Zeit, ich habe zum Mittag trotzdem nicht. Aber die Zeit, wo wir auf jeden Fall zusammen hier sind, kochen wir zusammen eigentlich meistens. Und also zu kochen zähle ich jetzt auch sowas Salat wie das, was ihr nachher so seht. Also einfach Essen zubereiten und nicht was Fertiges, was nur warm zu machen ist oder was. Ja, wir haben jetzt nicht nur Fastfood gegessen, aber wir haben halt auch manchmal einfach nur Brot gegessen oder. Was auch jetzt nicht wirklich schlecht ist und das mache ich auch gerne, ich mag irgendwie Brot. Genau, also wie gesagt, wir kochen viel. Wir kochen eigentlich auch, denke ich, relativ gesund, weil was für Möglichkeiten haben wir denn? Wir kochen eigentlich immer frisch. Ja, also mit Früchten, Obst, Gemüse und so. Und wie gesagt, es ist absolut kein Problem, auch mit Baby zu kochen. Ich muss ja jetzt mittags kein 3-Gänge-Menü da auftischen. Ich kann ja auch einfach nur Reis und Gemüse machen oder irgendwas. Eben, das geht ja eigentlich relativ schnell. Bezüglich dem, was wir gegessen haben, blenden wir euch dann jetzt gleich noch ein paar Bilder ein, die wir so gemacht haben. Wir haben jetzt eigentlich von den meisten Sachen, die wir so gegessen und gekocht, ne, erst gekocht, dann gegessen haben. Gut, was ich sagen muss bezüglich Frühstück, esse ich oftmals dasselbe. Ich weiß nicht, es liegt einerseits daran, dass es mir so gut schmeckt. Also ich esse oft einfach Brot oder Semmel oder was auch immer mit Avocado einfach draufgeschmiert und Pfeffer und Salz. Oder so vegetarisches, nee, veganes Schmalz. Also da haben wir eine Sorte mit. Danke. Knobi ist das. Mhm. Und die andere mit Zwiebeln und Apfel. Genau, was esse ich noch aufs Brot? Na, okay, wir hatten jetzt so vegane Aufstriche, die waren ganz lecker. Was habe ich denn vorher mal gegessen? Vorher habe ich ganz viel Erdnussbutter gegessen. Also es ist jetzt nicht so abwechslungsreich, was ich zum Frühstück esse. Marmelade. Die ist aber alle. Aber ich wollte halt einfach nur sagen, es liegt jetzt nicht am Veganen, es liegt einfach daran, dass mir dann so gewisse Sachen sehr schmecken und ich dann halt die ganze Zeit das esse. Das war vorher, glaube ich, auch nicht so. Ich wollte noch was sagen wegen Einkaufen. Mhm. Also wir haben bis jetzt bei Edeka und Marktkauf eingekauft. Das sind ja jetzt natürlich größere Supermärkte. Die zusammengehören. Ja, aber ich glaube jetzt bei Aldi und so wäre es nicht so leicht, so vegane Aufstriche oder sowas zu finden. Deswegen würde ich euch empfehlen, wenn ihr auch vegan essen wollt, in größere Supermärkte oder Biomärkte zu gehen. Und von Aufstrichen her haben wir auch bei DM einiges gekauft. So. Ja, ich muss jetzt mal kurz zwischengrätschen. Also ja. Gerade DM hat ja wirklich viel, was so, sei es Bio, sei es vegetarisch oder vegan oder so, haben die ja echt viel so Alnatura, beziehungsweise. Na, es heißt gleich auch DM Bio einfach nur, oder? Stimmt, so. Die DM Bio gibt's auch noch. Ja, viel Spaß mit unserem Essen. Lasst euch inspirieren und genau. Wenn ihr jetzt hungrig seid, dann noch viel mehr Spaß danach beim Kochen. Aufgrund dessen, was ihr gesehen habt. Und ja. Immer schön anrichten und fotografieren und dann denen zeigen, die sagen, was können wir denn überhaupt essen, wenn man vegan ist. Ja, ist wirklich so. Das haben wir eigentlich vorgehabt. Haben wir auch. Ich würde das danach machen. Ja, aber uns hat jemand gesagt, man kann auch da gar nichts essen. Und wir wollten eigentlich jeden Tag das fotografieren, was wir essen. Und dann mit demjenigen hinschicken. Aber wir werden es einfach so machen, wir werden es danach zeigen. Ja, dann ist es so eine große Flut und dann an Reizen. Gut, viel Spaß. Genau.
Herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Nein, das hatten wir schon. So, ich hoffe, oder wir hoffen, unser Essen hat euch zugesagt und ihr habt jetzt Hunger und möchtet so schnell wie möglich selbst was kochen, deswegen macht ihr das auch ganz schnell. Und vegan, bitte. Ja, natürlich vegan. Nicht, dass jetzt hier jemand sieht, oh geil, eine Avocado, die mache ich mir jetzt erstmal mit so einem fetten Schnitzel oder so. Nee, auf Schnitzel hätte ich überhaupt keine Lust. Das ist schön. Genau, jedenfalls bedanken wir uns fürs Zuschauen. Hoffen, euch hat unser Video, gefallen. Ja, so ist es richtig. Und wir verlinken unser veganes Startvideo. Genau. Als zweites. Weil wir haben nämlich vor, genau, 2 Wochen, das erste Video dazu hochgeladen. Macht ja auch Sinn, deswegen ist ja auch jetzt die Hälfte um. Genau. Danke fürs Zuschauen und schaut bei unseren anderen Videos wieder rein oder auch rein. Und wir verlinken Instagram unten, wir verlinken das letzte Video unten und wie gesagt das erste vegane Video von vor 2 Wochen. Und in 2 Wochen gibt es nochmal eins. Genau, ein letztendliches Fazit. Und dann vielleicht auch nochmal so eine, wahrscheinlich auch nochmal so eine Bilderserie mit unserem Essen. Und damit ihr jetzt anfangen könnt, höre ich auf.